Fall Guys Ultimate K.O.-Schlag. Den Untertitel haben sie weggemacht. Echt jetzt? Ja, das heißt jetzt nur noch Fall Guys. Wow. Oh, Fall Guys ist an. Red Kite Games? Was? Erst Epic und jetzt noch Kate irgendwas? Was? Kate Engine? Oh mein Gott. Ja, hab ich alles gelesen. Let's go! Logo sieht schön aus. Boah, die Musik. Vermächtnispaketbelohnung. Ach so, das ist, weil ich das Spiel schon vorher hatte und gekauft habe. Sei es diesen Ende 1. Okay. Ja, reicht jetzt auch. Wir sind alle Müll. Oh. Wir haben deine Krone in diese Anzahl Kudos umgewandelt. Immerhin eine gute Anzahl. Immerhin nicht so was ganz weniges. So wie ein Null weniger oder so, hätte ich mir vorstellen können, aber nee. Okay. Wuhu! Okay. Saison Pass. Genieße eine ganze Saison Premium-Inhalte auf unsere Kosten. Oh! Saison Pass freigeschaltet. Na, wie das aussieht. Voll gut gemacht. Hey, was ist das denn? Showbugs. Wenn da Bugs steht, ne? Da muss ich an was ganz anderes denken, was mit V beginnt. Ich muss an Bugs denken. Also zum Beispiel Sonic 06 hat ja viele Bugs. Apropos Sonic, heute ist Sonic Origins rausgekommen. Oh mein Gott! Unbedingt spielen. Ey, Mützi, oh mein Gott! What's so funny about Sasuke Amogus? Mike, weißt du, wie der aussieht? Mike, weißt du, wie der aussieht? Hm? Er sieht aus wie Silver Gunner. Ich wollte es auch sagen, aber dann dachte ich mir, den Jordan, den ich gerade gebracht habe, wäre lustiger, egal. Level 38, ist einfach FNF. Ist der Amogus? Okay, cooler Taunt. Oh mein Gott. Ganz viele Pinguin Gang. Nice. Oh mein Gott. Eisige Pinguinfliege. Oh mein Gott. Soweit ich weiß, gibt es ja jetzt drittes Ausrüstungsteil. Also vorher hatte man nur Oberteil und Senken. Mike. Und jetzt hat man noch so ein drittes. So Accessoires zum Beispiel. Mike. Ja. Das ist aber keine eigene Kategorie. Das sind halt quasi einfach nur alleinstehende Kostümteile. Was heißt das? Na, zum Beispiel dieser Pinguin-Helm, das ist jetzt nur halt ein Oberteil, aber es gibt halt kein Unterteil. Oder die Brille, das ist auch einfach nur ein Oberteil. Was? Ja. Der Finger. Alter, ich sehe jetzt, wie lange geht denn bitte dieser Pass? 100 Level. Was? Das ist cool. Oh. Dschungel Jump Froschpantoffeln, sehr extrem süß. Ein paar Backpacks. Oh, der Godzilla. Oh, natürlich ist er der Letzte, ne? Natürlich. Kronenränge wurden geändert. Hier werden dein Kronenrang und deine Rangbelohnung angezeigt. Wir haben neue Ränge hinzugefügt. Belohnungen, die du verdient hast, findest du in deinem Inventar. Ich finde das ehrlich so blöd, dass sie die Kronen entfernt haben. Ja, ich finde das halt einfach sehr schade. Das hat Fall Guys auch irgendwie so besonders gemacht. So jeder Win, den du quasi hattest, den konntest du einfach eintauschen gegen spezielle Kostüme. Und damit konntest du auch so ein bisschen deinen Skill zeigen. Ja, aber also zumindest halt sehe ich jetzt, wie weit ich an allen Sachen bin. Ja, das hätten sie eigentlich von Anfang an haben sollen, meiner Meinung nach. Vorher musstest du immer googeln, was als nächstes kommt. Guck mal, jetzt kannst du ganz am Ende Sasuke Amogus sein. Okay, was ist das Shop? Was ist... Aber das ist 10 Euro anders. Für den Season Pass. Man kann Stufen überspringen? Ja, kann man. Wie sieht denn das hier alles aus? Das ist so unübersichtlich, finde ich. Also sorry, aber ich finde es wirklich unübersichtlich. Ich muss mir gleich meinen Controller holen. Nee, Mike, aber wirklich sorry, aber das mag ich nicht, wie der Shop aussieht. Stadion Stars Event, Season Pass und willkommen bei Free for All. Ha, funny Titel, Free for All. Ja, also... Ich muss wirklich sagen, ich finde das Menü sieht nicht schön aus. Ich mag es nicht, wie es jetzt ist. Ich fand es vorher auf jeden Fall besser. Wie es mit Kronen ist, weiß ich noch nicht. Aber bisher würde ich auf jeden Fall sagen, es ist ja traurig, dass es die Kronen nicht mehr gibt. Auch wenn hier irgendwie der Kronenpass immer noch ein Kronenpass ist. I don't know, wie das funktioniert. Ja, ansonsten... am schlimmsten hat es auf jeden Fall den Shop erwischt. Auf jeden Fall. Das sieht extremst weird aus. Und ich... kommt überhaupt nicht mehr mit. Ja, ich kann es verstehen, es ist halt sehr ungewohnt.
so viele Reihen, wo vorher war es halt einfach nur ein Screen, übersichtlich alles, was es gerade gibt. Sprachchat mit Freunden, als ob die so nicht wissen, was Discord ist. Okay. Hä, man kann jetzt Favoriten auswählen. Ja, die erscheinen dann ganz oben in der Reihe immer. Ey, wie lange habe ich darauf gewartet? Die ganzen Kostüme sind rausgezoomt. Ja, ich weiß. Warum? Warum sind die jetzt rausgezoomt? Das weiß nur Epic Games. Das weiß nur an Epic Games. Wie heißt denn der König? Königlich. Wow. Wie heißt denn der König? Er heißt Königlich, Mitzi. Das ist einfach Super F, aber in Super Great. Höh! Stolzer Kleckser? Ja, den hat man am 1. Juni bekommen. Alle haben den bekommen. Und davon weiß ich gar nichts. Wegen Pride Month und so. Der sieht richtig cool aus, den nehme ich. Der gefällt mir. Hey, Bohne! Sieht aus, als bräuchtest du Freunde. Genau. Da okay. Kommen nur die neuen Spiele. Wie viele gibt es? 7 aktuell. Die Server sind abgestürzt und so. Was, jetzt ehrlich? Ja, die Server sind abgestürzt. Also gab es doch Wartungsprobleme. Ja, wie immer. Wie immer, wow. Ah ja, für die es nicht wissen, Bahnkampf. Überwinde die Hindernisse dieser gefährlichen Rennstrecke und erreiche das Ziel. Medaillen, werde 1. Ich werde 1. Das sieht cool aus, ohne Witz. Sieht aus wie so ein Marathon. Wow. Ey, das ist wirklich wie so ein Marathon. Siehst du da diese Tore? Das sind einfach Speedhacks. Wirst du gleich merken, wenn du da durchläufst. Alter. Okay, let's go! Whee! Hör, was ist das denn? Boing? Ey, ich fühle mich hier so ein bisschen wie so einen, in so einem Trampolinland. Alter! Oh mein Gott, ist das cool! Oh, da Weg! Ich bin runtergefallen. Ich bin einfach auch runtergefallen, Junge. Das ist voll schwer zu steuern. Das ist ja voll cool! Whee! Oh mein Gott, renn! Sonic, renn! Oh mein Gott, siehst du es im Hintergrund? Da ist Sonic! Oh mein Gott! Nee, ich kann's nicht sehen, ich hab Tiefenmundschärfe an. Oh, das ist das Ziel! Das Ziel! Yahoo! Boah, geschafft! Hä, hey, bei mir kam gerade der Death-Sound, obwohl ich doch geschafft hab. Ja, also ich finde die Map auf jeden Fall sehr cool. Sieht sehr groß aus, aber ist tatsächlich sehr, sehr, sehr kurz. War eine coole Map. War nichts Bahnbrechendes, war aber cool. Der Ende da sieht aus wie eine Nintendo Switch. Ja. Ist das ein neuer Skin für Nintendo Switch User? Nee, der ist im Season Pass ganz am Anfang. Schnellbahn, überwinde die Hindernisse und renne 2 Runden auf der Strecke. Man hört die ganze Zeit so, wuhu, wuhu. Hä? Oh, wow. Coole Animation, hä? Wow, Alter. Voll cool. Krass, oh mein Gott, was? Wie diese Strecke verläuft. Junge, schau dir das mal an. Ey, gut, dass ich jetzt gesehen habe, wie die ganze Strecke aussieht. Jetzt weiß ich, was auf mich zukommt. Okay, let's go. Wuhu! Aua. Ja, aber ich finde das voll cool. Warum laggen alle? Bin das nur ich oder laggen bei dir auch immer alle? Ein bisschen, ja. Runde abgeschlossen. Ach lol, das ist Mario Kart. Ey, ich weiß doch in Season 1, als ich gesagt habe, die brauchen mal ein bisschen mehr Mario Kart Inspiration, dass sie mal ein bisschen mehr Mario Kart Level einbauen sollen. Dann haben wir das in Season 4 gehabt, ne? Ja. Aber das hier ist viel mehr Mario Kart, weil du so schnell bist. Ey, ich feier das. Ich feier das wirklich, also das ist... Von den beiden, die wir gespielt haben, das ist ja meine Lieblingsstrecke. Es ist keine Map mehr, es ist einfach eine Strecke. Naja, es ist ja irgendwie auch eine Strecke. Alter, der erste hat es schon geschafft. Aber ich muss mich beeilen. Ah, oh, Mitzi! Aua! Ich bin so lahm! Yes! Ah. Ja! Aber jetzt mal ganz ehrlich. Oh, was ist das für coole Handschuhe bei der letzten Lebende? Und warum sind die Effekte von mir weg? Wenn man. Okay, egal. Auf jeden Fall ein paar Bugs gibt hier auf jeden Fall vorgeschrieben. Aber
Was passiert jetzt eigentlich, wenn man gewinnt? Kriegt man dann keine Krone mehr? Ist da überhaupt noch eine große 3D-Low-Poly-Krone, die du antatschen musst? Was passiert jetzt? Der Wirbel. Weiche den Hindernissen aus und falle nicht in den Schleim. Oh, das habe ich schon gesehen. Also, Gameplay, was die Kronen angeht, bei Bergspitze und Lost Temple sind zwar immer noch Kronen. Okay. Du kriegst aber keine Krone mehr als Währung, aber die wird trotzdem noch auf den Kronenpass dazu gerechnet. Du kriegst auch, was ich sehr schade finde. Naja, ich spoiler's nicht, du wirst es gleich schon selber merken. Ich hab so ein WLAN-Symbol bei mir, egal. Also das hier ist, sieht auf jeden Fall schon mal richtig geil aus. Ich habe mich schon richtig vorgehypt, als ich das ja auf Twitter oder so gesehen habe. Weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Auf jeden Fall habe ich so ein bisschen Gameplay gesehen, offizielles Gameplay, was sie geleakt haben oder sowas. Muss man einfach nur rennen oder kann man auch stehen bleiben, wenn man will? Naja, wenn du stehen bleibst, kommt halt der Wind von hinten, ne? Ah. Nein! Du warst der Letzte, der gestorben ist. Ey, das ist immer so! Es ist immer so bei den neuen Seasons! Immer! Es war noch nie anders! Ey, Leute, die haben das Bild für Weckhex geändert. Habe ich gerade gesehen. Springparty. Springe durch die Reifen, um Punkte zu erzielen. Dann zeig uns doch mal, Mütze, wie gut du es ans Werde 1! Ich werde 1! Die Sushi-Rolle wird gewinnen. Okay, coole Animation. Alter, das ist ja so spektakulär wie bei Blockparty. Mit dem krassen Hexagott! Okay, wie funktioniert das? Du musst hier drauf bouncen, mit dem mal ein bisschen höher und jetzt kommen, glaube ich, Ringe. Genau. Wo sind die Ringe? Da. Da. Hä? Okay. Ich glaube, die goldenen bringen mehr Punkte. Du meinst die gelben? Ja, die bringt's voll. Ja. Wenn du runterfällst, bist du dann tot? Nee. Nee, dann musst du hier wieder hoch, aber es braucht halt extrem viel Zeit. Okay. Also das weiß nicht, gefällt mir nicht. Es ist jetzt kein Minigame, was ich feier. Vor allem stelle ich mir das auch richtig stressig vor. Ja, schon ein bisschen, würde ich so beschreiben. Können denn mehrere aus einem Ring was abhaben? Ja, anscheinend. Ja, alle kriegen. Also die sind dann nicht weg. Okay, das ist zumindest ein Vorteil. Das ist zumindest ganz gut. Glaubst du, wir werden es heute schaffen, alle neuen Minigames zu sehen? Weil sonst in den Fall Guys Videos können wir immer mindestens eins nicht sehen. Das ist halt eine Tradition irgendwie. Ja, eigentlich ist es eine Tradition. Ist immer irgendwie ein Bug oder wir haben schlechtes Glück oder so. Ja. Leute, die haben voll viele Bilder geändert. Knallball! Knallball. Meide genau den einstürzenden Boden und wirf Knallbälle auf deine Gegner, um die Krone zu gewinnen! Dann gibt's zwei neue Finalspiele. Also diese Viecher, die man da gerade sieht, die habe ich schon im Trailer gesehen. Aber ich weiß nicht, wie die funktionieren. Das werden wir jetzt zusammen herausfinden. Was ist das denn jetzt? Bleef oder was? Nimm den Knallball mit und wirf ihn. Oder wirf ihn. Hey! Ach, das ist TNT-Run. Nee. Was ist denn das? Also die explodieren einfach und dann stirbst du oder was? Jetzt wird man weggeschleudert. Ach so. Okay, das sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Also das finde ich in Ordnung, das Spiel. Oh. Oh, oh, nein! F. Wer wird gewinnen? Ich bin für den Drachen. Oh, ja! Wie der runtergeflogen ist. Kommt schon. Gegen die Nintendo Switch. Besieg die Nintendo Switch. Guck mal, die knutschen. Auf Level 4. Die knutschen. Hä, jetzt könnt ihr aber beide gewinnen. Was passiert? Die haben geknutscht und dann ist der Switch-Skin runtergefallen. Was denn? Die Animation! Was war das denn? Das hat mich richtig off guard bekommen, diese Animation gerade am Ende. Ey, alles ist resized und alles viel größer, wahrscheinlich angepasst für Konsolen, aber am PC ist es immer noch so. Punk Band. Ach, sieht richtig cool aus, wie so Bowser-Armringe. Sieht das aus, Mike, oder? Mike Feld, ist dir was aufgefallen? Was ist mir aufgefallen? Die haben keine Kudos bekommen. Stimmt, warum habe ich keine Kudos bekommen? Man bekommt jetzt nach Leveln keine Kudos mehr. Man bekommt jetzt nur noch in Events, die als Belohnung. Oder bei täglichen Belohnungen. Und dann selbst nur so 120 oder 80.
Ja. Also die kann man sich jetzt nur noch kaufen. Ja, weil du sehr wenige davon bekommst. Was macht man überhaupt mit diesen Show-Bugs? Hier, damit kannst du besondere Items kaufen. Und was sind besondere Items? Sag mal. Das siehst du im Shop. Boy, guys! Also du kannst jetzt nur noch Sachen mit Kudos kaufen, die halt häufig sind. Häufig. Oh, das macht das Spiel wirklich unspaßiger. Ja, das Epic ist eine Games halt, Farbe. Ne? Whee! Neue Animation, wenn man was kauft. Cool. Und das ist auch cool. Das ist cool. Man kann, während man sich Sachen anprobiert im Shop, kannst du einstellen, ob du deine anderen Sachen gerade auch anhast oder nicht. Ja, das finde ich auch sehr hilfreich. Oder nicht? Hä? Nee, nur bei den Farben und bei den Mustern. Das geht überall, bei allen Items. Nee. Actually nicht, nee. Stimmt, bei Kostümteilen geht das nicht. Ach. Ist dieses Nachtwolf-Kit nicht literally einfach Season 1 Skin nochmal neu verkauft? Für echt Geld? Hier steht kostenlos. Bei mir. Komplette Kostüm-Kits. Mike, das ist kostenlos. Das Nachtwolf-Kit? Nein. Das kostet 100 Showbucks. Bei mir ist es kostenlos. Ach so, wahrscheinlich, weil ich das Kostüm, das Muster, die Farbe und das Gesicht schon habe. Ach so. Ja, okay, das macht Sinn. Ja, I don't know. Ich mag auf jeden Fall diese Bowser-Armringe. Hä, aber bedeutet das... Oh, ich habe wirklich erwartet, dass es jetzt eine dritte Kategorie gibt mit Accessoires. Dachte ich auch. Ey, das macht's schlecht. Weil das ist literally einfach nur... ganz kleine Dinge als Oberteil. Ja, oder Unterteil halt. Ja, warum machst du nicht als Accessoire dritte Kategorie? Dann können wir mehr Sachen tragen. Sieht doch viel cooler aus. Das ist doch eine gute Idee. Ach, übrigens, meine Kronen wurden ja jetzt auch in Kudos umgewandelt. Ich habe jetzt 133.000. Ich hatte 8 Kronen. Ich hatte noch 55. Aber ich habe auch voll viele ausgegeben. Davor hatte ich irgendwie ein bisschen über 90. Würdest du sagen, Fall Guys macht jetzt Sinn? Für neue Leute zu spielen? Weil es ist jetzt auch kostenlos. Würdest du sagen, Fall Guys kann man gut noch spielen, macht noch Spaß? Ja, also ich denke auch besonders für neue Spieler, weil sie haben ja jetzt alle Maps aus den 6 vorherigen Seasons und dann noch diese neuen. Ich muss ja wirklich sagen, ich finde die Belohnungen nicht so cool dafür, dass du 20 Euro früher ausgegeben hast. Weiß nicht, ja. Ich mag diese Belohnungen nicht, die man gerade bekommen hat. Ja, Junge, was ist das hier vor allem? Das ist halt einfach so keine neue Season ohne irgendwelche komischen Bugs. Ja, normal. Ohne komischen Bugs Bunnies. Jetzt, wo ich sowieso schon so ziemlich alles habe, was ich in diesem Spiel haben wollte, also halt von den Skins her, kann ich sagen, ist das mit dem Shop für mich persönlich nicht mehr so extrem schlimm, weil ich brauche jetzt nicht mehr unbedingt was, ne? Ich guck einfach, was für Collaborations noch gibt irgendwann. Und das war's. Ansonsten macht es immer noch Spaß, das Spiel zu spielen. Vor allem kannst du es jetzt mit vielen anderen verschiedenen Leuten spielen, die es nie gekauft hätten, weil jetzt ist es kostenlos, sonst können sie es zumindest mal ausprobieren. Ja. Ich also muss nur sagen, das Spiel leckt. Eigentlich gibt es ja keinen Grund, das jetzt nicht auszuprobieren, außer du sagst halt, ja, das ist halt überhaupt nicht mein Genre. Genau. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Spiel sehr frustrierend ist für neue Leute, die noch nie was von diesem Spiel gehört haben. Und jetzt sehen, was es alles für coole Skins gibt, aber dann auch sehen, wie scheiße dieses neue Shop-System ist. Naja, für die ist das bestimmt frustrierend. Aber es ist ja eigentlich jetzt das gleiche System wie bei Fortnite und da hat es ja dem Spiel jetzt auch nicht wirklich wehgetan, oder? Das Ding ist, Fortnite war schon immer so mit diesem Shop-System. Fall Guys hat es gerade zum ersten Mal. Fall Guys war vorher gut mit dem Shop-System. Ja, das sehe ich auch so. Das weil du hast halt sehr viele Kudos bekommen. Du konntest halt quasi alles kaufen, wenn du willst. Und wenn du gut warst, noch besser. Konntest du ein bisschen mit den viel Skins spielen und du kannst dir alles leisten. Ja, ich denke eher, dass es halt ein paar alte Leute abschreckt, aber dafür neue Leute anlockt. Ja, ich denke auch. Ey, diese Partikel sind einfach weg. Bin ich nicht der Einzige, der das merkt, oder? Ja, jetzt habe ich es auch gesehen. So, das muss ich nochmal versuchen. Ja, hier darf man tatsächlich wenige Fehler machen. Ich habe auch schon gemerkt, wie der Wind direkt hinter mir war. Ich finde, das ist ein gutes Spiel, ein gutes Minispiel für Finale. Also das hier hätten die ruhig auch als Finale einstellen können, finde ich.
Also wenn die mal eine Show machen, wo nur dieses Minigame kommt, ne, dann passt das sehr gut. Im Hintergrund. Die ganzen Fallguys. 5 FPS Fallguys-Cutouts. Die sehen so ein bisschen aus wie so Mies früher. Ja, so schon. Im Kopf und das war's. Also wie immer finde ich halt die neuen Fallguys-Soundtracks nicht so cool, nicht so krass. Ich fand die früher immer viel cooler. Jetzt hypen die mich halt nicht mehr. Ich denke mir nur so, ja, okay, passt halt zu der Map. Und guck mal, das war's schon. Weil so viele Leute rumfliegen, weil sie nicht so gut sind, so wie ich am Anfang. Die ganzen Noobs. Stimmt, das ist jetzt auch ein kostenloses Spiel, deshalb wird es jetzt extrem viele Noobs geben. Leider, wie ich schon mitbekommen habe, wird es auch sehr viele Hacker geben. Was, als ob, nein. Das Spiel ist kostenlos. Natürlich wird es ganz viele Hacker geben. Ja, aber der Anti-Cheat ist gut, muss man sagen. Der Anti-Cheat ist gut. Die haben es ja mittlerweile. Also, ich bin seit dem Anti-Cheat noch sehr, sehr selten auf Hacker gestoßen. Hier das neue Spiel. Oh, Volleyfall. Schlage den Ball auf die andere Seite und berühre den Boden, um Punkte zu erzielen. Double Time Roop. Hä, das kennen wir doch schon. Nee. Ach nee, das war was anderes. Ich habe gerade ein anderes Spiel gedacht. Das sieht aus wie eine Mischung. Basketball. Das sieht aus wie eine Mischung aus Basketball und dieses Knöpfe drücken. Wir als erstes von beiden Fall Guys die meisten Knöpfe gedrückt hat. Ja, genau, weil es ein 1 gegen 1 ist. Oh, ich mach die Angabe. Oh, ich gegen den alten Professor. Let's go. Wie funktioniert denn das? Hä? Hä? So, jetzt ist der Ball da. Ah, und der Indikator, da zeigt dir an, wie der Ball fliegt. Ja, aber ich krieg den nicht rüber. Hä? Geschafft. Doch, jetzt hab ich ihn rüberbekommen. Hä? Mein Gegner ist disconnected. Junge, ich weiß nicht, ob das an mir liegt, aber ich glaube eher, das liegt allgemein an dem Spiel, dass das gerade so laggt. Hey, Junge, ich krieg das nicht rüber. Wir haben beide 0 Punkte. Ich krieg diesen scheiß Ball nicht. Ja, doch jetzt. Oh. Ja, versuch mal da so reinzuhechten. Ja? Ja, dann fliegt er ein bisschen weiter. Ja, stimmt. Oh, ja, stimmt. Ja, komm. Ja! Yeah. Ich bin sehr enttäuscht, mein Gegner ist disconnected, das heißt, ich darf jetzt nur zuschauen. Ich dachte, du spielst dazu gegen dich selbst. Oh nein, wird sie verlieren! Nee, das ist wie bei dem Knopfdrückspiel, dann gewinnt der Gegner automatisch. Aber ich kann es verstehen, warum es laggt. Ganz ehrlich, ich sag jetzt nicht irgendwie, dass das scheiße ist, dass es laggt oder so, weil es ist kostenlos, es spielen so viele Leute jetzt gerade Fall Guys. So viele Spieler wie jetzt hatten die wahrscheinlich seit Season 1 nicht mehr. Ja. Okay, jetzt macht er mit Absicht. Mit sicher verloren. Ja? Ich kann es nicht mehr schaffen. Na, schade. Ich hab verloren. Na. Ja. Er hätte jetzt auch ganz asozial den Ball die ganze Zeit bei sich behalten können und auf Zeit spielen können. Ich finde, das Minigame ist viel zu langsam. Der Ball hängt 10 Jahre in der Luft. Natürlich haben die das gemacht, damit du dich schneller rumbewegen kannst, aber das ist trotzdem viel zu langsam. Also das Minispiel hat mir auch nicht gefallen. So, jetzt wird nur noch das neue Finale, das zweite. Dann haben wir alles gesehen. Junge, das vor allem das Finale, was uns jetzt noch fehlt, ist einfach eine Kombination aus zwei Spielen, die wir schon kennen. Echt? Ja. Eine Kombination aus zwei Season 1 Spielen, die wir schon kennen. Oh nein. Oh! Hexrolle! Bleib auf der rotierenden Kachelrolle, um die Krone zu gewinnen! Oh, da will ich so gerne mitspielen. Achso, ja, das meine ich. Das ist einfach Rollfeld, aber mit Hexagon-Teilen. Och, Junge. Aber der Hintergrund sieht cool aus. Warum fliegen die... Man kriegt genauso wie immer anscheinend... Also genauso wenig wie in der letzten Season... an, ja, Level-Up-Punkten halt, wie ihr auch immer das nennt. Es gibt 100 Level. Soll die Season bis nächstes Jahr andauern? So wie letzte Season? Ja, also ich denke so, die wird auf jeden Fall kürzer. Ich denke maximal so 3 Monate. Junge, was? Nein, bitte nicht. Wir werden mal sehen, wie es da mit dem Spiel läuft, also... Also Fall Guys ist nicht mal das, was es mal war. Aber wir hatten auf jeden Fall schöne Zeiten früher. Also es kann sein, dass wir immer noch aktiv, oder relativ aktiv noch Fall Guys spielen werden, aber... Es wird niemals den gleichen Charme haben wie früher. Ja, denke ich auch. Ich fand Season 2 oder 3 oder 4 oder so. In dem Dreh fand ich Fall Guys am besten. Also für mich war ohne keine Frage Season 3 der Höhepunkt von Fall Guys. Naja, der richtige Höhepunkt ist ja entweder jetzt oder Season 1.
Ja, aber halt mein persönlicher Höhepunkt. Ich würde sogar sagen, dass jetzt der größte Höhepunkt ist. Weil das ja jetzt jeder spielen kann in Season 1. Da musste man erstmal 20 Euro dafür ausgeben. Und hier kannst du es jetzt kostenlos spielen. Das ist halt... Plus, du hast viel mehr Content. Extrem viel mehr Content als damals. Also wenn du mal Season 1 mit Season Sternchen 1 jetzt vergleichst, dann wirst du sehen, dass du halt extrem viel mehr für die jetzige Season halt rausbekommst als für damals. Und damals hast du Geld bezahlt. Ich frage mich auch, was die Zukunft von Fall Guys sein wird. Wird es jetzt einfach nur wieder, was war nach 6 Seasons oder so, weitergehen mit das, was wir jetzt gerade gesehen haben, was jetzt alles geändert wurde? Nur halt einfach neue Skins, neue Maps und das war's, so wie immer. Weil das ist ja wirklich das größte Update ever. Okay, hast du auch gesehen? Ja, das war sehr, sehr seltsam. Okay. Jetzt darfst du auch mitspielen. Cool. Das eine Spiel, was ich nicht mitspielen wollte. Wie kann man denn da durchfallen? Das schaffen wir auch nicht. Hallo! Was war das denn für ein Scheiß? Betrug! Mützi, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich denke mal nicht. Ach. Du musst nur dran glauben, wie du an Jesus glaubst. Amen, Bruder. Nein! Lass mich da hoch! Lass mich da hoch! Nein! Was ist ein Bruce? Die bringt mich um! Ey, come on! Oh, einer noch! Los, einer noch! Einer noch! Einer noch! Ah! Oh, als letzter. Okay, ein bisschen den Charme von früher hat's doch noch. Es soll ja noch der Level Editor kommen. Stimmt, oh ja, auf den freue ich mich richtig. Auf den freue ich mich am meisten. Dann kann ich Mediatonic zeigen, die hätten mich einstellen müssen. Hier, Mediatonic, so macht man ein Level. Okay, wir haben das Minigame, was ich nicht haben wollte, aber gut, Tag. Finale, ne? Ja. Oder? Ach, Mike, übrigens, hier kann man gar kein Timeout machen. Weil bevor überhaupt das passieren könnte, sinken alle Plattformen runter. Ah, okay, gut zu wissen. Ah! Also hier können sich nicht einfach zwei Leute absprechen und sagen, ja, gut, komm. Ach, lol! Das ist eine coole Mechanik. Wenn so ein Ball, der kurz vorm Explodieren ist, gegen einen von einem anderen Ball weggeblasen, unfairerweise weggeblasen wird, dann resettet er sich wieder. Unfairerweise weggeblasen. Oh! Ja, so kann man die voll gut entschärfen. Hilfe, der Super-Elf will mich stürzen! Ich muss hier weg! Ah! Ich muss hier weg! Oh, willst du also gehen? Bleib mal stehen, doch. Nein, okay, nein, 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 nein. Ey, das ist voll gruselig. Ah! Okay, ich lebe noch, alles gut. Noch. Hilfe! Junge, diese Bälle machen aber auch voll die geilen Geräusche. So. Nein! Warte mal, pass mal auf jetzt. Jetzt zeige ich den. Ja, warte. Fuck. Oh, cooler Trick. Cooler Trick, ja, nicht erster also, werden. Damit wollte ich demonstrieren, wie man sich so mit dem pushen kann. Juhu, Zahnpasta hat gewonnen. Ich hab 300 Pokale bekommen, Mützi! Also ich hab nur 200 bekommen. Hey, warum hab ich mehr bekommen als du? Das ist eine gute Frage. Ich bin vor dir gestorben. Logik. Ich glaube auch allgemein, dass die wollen, dass mehr Leute den No-Skin, sag ich mal, benutzen, mit Mustern. Und deshalb diese ganzen Skins gibt, wo nur so einzelne Sachen geändert werden. Ja, die wollen halt ein bisschen so eine Mentalität schaffen wie bei Fortnite. Beim Duschen fallen dir immer so die dümmsten Sachen ein, wo du denkst, warum erinnere ich mich daran? So, Mützi, so gerade am Duschen. Fuck, ich hab die Mathearbeit vergessen! Nein, warte, das war vor 5 Jahren. Das musste nicht die 64 Bullen tragen. Der hackt doch! 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 Mag ich niemals. Funk meine ich natürlich. Oder? Doch, hab ich doch bekommen! Ist ja alles schön werbefreundlich hier. Also ich hab Funk gesagt, so wie Friday Night Funkin, nicht das F-Wort. Fun! Wie Fall Guys zum Beispiel. Fun! Ich meinte Duck!
Wegen Ente. Kennt ihr diese Ente? Meinte eigentlich... Zass. Voll der dumme Mensch. Amogus. Sus is Amogus. Sus is Amogus. Sus is Amogus. Sus. 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 Ah! Wir gehen zusammen unter! Scheiße! Ey! Oh mein Gott, ich lebe noch! Ich lebe noch! Nein! Ey, das ist total krank! Das ist voll krank, das Spiel! Psychologisches Horrorspiel einfach! Mike, ich hab ein Geschenk für dich! Ah! Nein! Ey, das ist gemein! Schieß doch auf die anderen! Nein! Alter, wie du bombardierst! Aber wir spawnen nichts mehr! Wie unfair! Wie schießt man denn? Oh! Mit sie, wir sind Freunde, oder? Ja! Ja! Ja. Den einen hab ich bekommen! Schieß was! Schieß was! Warte! Ja, den hab ich bekommen! Echt? Okay, bitte. Wir beide nur noch, oder? Nee. Was, der lebt noch? Der lebt noch! Nein, ich hab mich! Oh mein Gott! Was machst du? Komm, ich will, wie Kleber! Wird. Teaming ist noch erlaubt, oder? Oder war ich gebannt auf Minecraft-Server? Das weiß ich nicht. Was machen wir jetzt? 2-1! Voll fair! Okay, Mike! Ey! Ey! Was hast du Mike, vor mit sie? Was hast du vor mit sie? Unentschieden gibt's hier nicht. Wie bitte? Doch, komm, lass abwarten, bitte. Bitte, Mitzi, lass abwarten. Bitte. Unentschieden gibt's hier nicht. Ja! Nein! Alter, ich bin auf meinem Kopf gelandet und dann so richtig dumm runtergefallen. Mitzi. Ja? Willst du wissen, wie der Among Us Skin Crewmate Skin jetzt heißt? Der heißt I-Wandfrei. Achso, die haben den. Achso, den alten Among Us haben sie umbenannt. Das ist der dümmste Name von allen. I-Wandfrei. Warum haben sie den nicht einfach Among Us I lassen? Oh, der ist kategorisiert als Spezial. Missy, wir müssen gewinnen. Frühlingsrolle heißt das Spiel. Alter, mir blitzt es schon wieder. Aber jetzt hört man das in der Aufnahme. Warum sind wir in der... Cool. Die haben, glaube ich, die Chords irgendwie ein bisschen verkackt. Die Chords. Verrechnet. Ja, guck, wir sind in der Luft. Nein, Mitzi, das war gewollt so. Das sieht cooler aus. Das ist halt wirklich einfach nur Hexagon, aber als Frühlingsrolle, so wie du es genannt hast. Oh, scheiße, ich darf nicht runterfallen. Oh. Richtig. Warte, was, Mike? Ich darf nicht bei Fall Guys runterfallen? Gut gemacht, Mike, dass du das auch mal gecheckt hast. Aber es hat irgendwas Besonderes schon. Ein bisschen, auch wenn es sehr simpel ist. Fun. Ich rutsche ab! Hä? Alter, du musst rennen. Ich bin einzeln gesprungen, so wie bei normalem Hexagon. Ja, das darf man nicht, weil ich glaube, das wird schneller von der Spielergeschwindigkeit ab. Die wollen halt provozieren, dass du rennst. Okay. Ja, wir provozieren's. Hat keiner gesehen, ich habe nicht die Arme gerade vorne gehabt. Nein. Hä? Willst du das gewinnen doch einfach? Ja, was soll ich denn machen? Was gibt's hier großartig für eine Strategie außer Überleben? Hallo? Genau das ist mir auch passiert. Ja, das liegt an den Physics von der Steigung. Das macht es tatsächlich interessant. Du darfst wirklich eigentlich gar nicht runterfallen. Ich finde das so gut, dass man jetzt überspringen kann, ne? Wee. Ja, die haben es jetzt gemacht, weil die wussten, es fuckt Leute einfach an.